Wir sind hier am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern in Bayreuth. Heute findet der diesjährige Eignungstest statt, zu dem zahlreiche Bewerber eingeladen wurden. Hallo ihr zwei. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen? Also ich bin die Anna und ich bin 16 Jahre alt. Ich bin der Christian und bin 30. Und würdet ihr uns bitte etwas über euren schulischen oder beruflichen Bildungsweg erzählen? Also ich besuche gerade die 10. Klasse der Sophie-Scheurer-Realschule in Mainz. Also ich habe 2011 meine mittlere Reife erworben, habe danach eine dreijährige Ausbildung zum Mechatroniker abgeschlossen und seitdem arbeite ich nicht mehr so gut. Ja, ich habe jetzt 2016 jetzt noch ein duales Studium begonnen. Und für welche Wahlfächer Sport und Kunst habt ihr euch entschieden? Also ich habe mich für das Wahlfach Kunst entschieden. Ich möchte Fachlehrer mit der Fächerkombination Technik, KT, TZ und Sport werden. Okay, dann wünsche ich euch heute viel Glück und wäre schön, wenn wir euch nach dem Einstellungstest nochmal sehen würden und ihr uns noch ein paar Sachen beantworten könnt. Ja, gerne. Danke. Die deutsche Sprache ist gerade für Lehrer sehr wichtig. Der Deutschtest prüft ihre Kompetenz in den Bereichen Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung und Sprachverständnis. Der Techniktest prüft ihre handwerkliche und technische Kompetenz. In diesem Test müssen Sie ein einfaches Werkstück nach einem technischen Plan herstellen. Der Test Technisches Zeichnen prüft Ihr räumliches Vorstellungsvermögen. In diesem Test müssen Sie eine oder mehrere Ansichten eines einfachen Werkstücks skizzieren. Der Test in Kommunikationstechnik prüft Ihre mathematische Kompetenz. Außerdem werden in einem Multiple-Choice-Test Fragen zu IT-Grundlagen geprüft. Je nachdem, für welches Wahlfach Sie sich beworben haben, werden Sie entweder zum Kunst- oder Sporttest eingeladen. Der Kunsttest prüft Ihre gestalterische bzw. zeichnerische Kompetenz. Dafür müssen Sie zum Beispiel einen vorgegebenen Gegenstand skizzieren. Christian, wie war Ihr Sporttest? Ja, ich fand ihn jetzt nicht so als schwierig, für mich war das leicht, weil ich sehr sportlich bin, in meiner Freizeit auch viel Sport mache. Und er war halt ziemlich allgemein gehalten, war von allen diesem was dabei. Okay, und wie hat sich da vorbereitet? Naja, die ganze Information findet man auf der Fachlehrerseite, fachlehrer.de. Und dann habe ich halt geschaut, was kommt alles dran und was kann ich noch nicht. Zum Beispiel Gerätetouren, das am Rack, das habe ich nur noch kurz vorher abprobieren müssen. Okay. Ja, und das Schwimmen und den Lauf, den habe ich extra nochmal, darauf habe ich extra nochmal trainiert, weil das sind so die Sachen, die man nicht ausbrechen kann. Das strukturierte Gruppengespräch wird mit maximal 5 Bewerbern gleichzeitig geführt und dauert ca. 20 Minuten. Thema des Gesprächs ist Ihre Motivation für den Beruf des Lehrers. Ach, hallo Anna. Hi. Und wie verlief der Einstellungstest? Ja, finde ich gut. Also ich habe ein gutes Gefühl. Okay. Die Kunstprüfung an sich fand ich jetzt nicht so schwer, weil so ähnliche Aufgaben haben wir auch in der Schule bearbeitet. Werken fand ich aber schwer. Okay. Ja, das war schon schwierig. Okay, aber jetzt hast du es geschafft. Ja, ein gutes Gefühl. Okay. Hallo Christian. Hallo. Und bei dir? Hi. Boah, endlich geschafft. Ja, also ich empfand den Deutschtest schon als schwer, hätte ich jetzt mal gesagt. Weil ich habe schon lange kein Diktat mehr geschrieben, bin ja schon länger aus der Schule raus. Und die technischen Fächer fand ich als leicht. Okay. Also das Werken und so, da kam jetzt meine Ausbildung. Und am Ende ein gutes Gefühl? Ja. Okay, dann danke für die Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr bestanden habt und dass wir uns nächstes Jahr zum Ausbildungsbeginn wiedersehen. Ja. Danke. Ciao.